Fasse folgenden Term so weit wie möglich zusammen. Minus 3x² plus 13 plus 5y² plus x minus x². Um Terme zusammenfassen zu können, brauchen wir die wichtigsten Rechenregeln. Die erste ist Klammern auflösen so weit wie möglich. Zweitens Potenzen vereinfachen oder berechnen. Drittens Punktrechnung, also mal und geteilt durchführen. Und zum Schluss die Strichrechnung. Das wäre Plus und Minus. Wir schauen uns jetzt diesen großen Term an und gehen alle Punkte der Reihe nach durch. Erstens Klammern. Wir sehen sofort, unser großer Term hat keine Klammer, also können wir diesen Punkt überspringen. Zweitens Potenzen berechnen. In unserem Fall ist die Potenz oder die Hochzahl immer über der Variable. Das lässt sich nicht weiter vereinfachen und berechnen können wir auch nichts, also können wir diesen Punkt auch abhaken. Drittens Punktrechnung. Wir sehen sofort, dieser Term hat weder mal noch geteilt drin, also können wir auch diesen Punkt überspringen. So, bleibt noch viertens die Strichrechnung übrig. Da müssen wir jetzt noch aufpassen, weil wir eben Variablen mit drin haben, also Buchstaben x und y. Und da gilt, wir dürfen nur solche Terme zusammenfassen, also addieren und subtrahieren, die man gleichartig nennt, also gleichartige Terme. Gleichartige Terme haben wir dann, wenn die Variable gleich ist. Also die Variable muss identisch sein. Erst dann dürfen wir addieren oder subtrahieren. An dieser Stelle aufpassen, zum Beispiel die Variable x ist nicht gleich der Variable x², weil hier haben noch ein Quadrat zusätzlich stehen und dieses x steht ohne. Ausgeschrieben hieß es ja, also x² ist ja nichts anderes als x mal x. Und jetzt sehen wir sofort, aha, hier sind 2x, hier ist nur ein x, also sind die irgendwie unterschiedlich. Gut, also die Variable muss identisch sein, also schauen wir uns bei unserem großen Term jetzt auch an, wo sind identische Variablen zu finden. Dafür unterstreiche ich oder markiere mir einfach farbig, wo die gleichen Variablen sind. Ich fange jetzt mal an mit minus 3x² und überprüfe jetzt den Rest. Bei plus 13 ist gar keine Variable dabei, ist also nicht identisch. Plus 5y², ja, hier ist ein y, hier ist ein x, also nicht identisch. Plus x, hier fehlt es hoch 2, dementsprechend ist es nicht identisch. Und zum Schluss haben wir noch hier ein minus x². Hier sehen wir, aha, die Variable ist gleich, also darf ich diese beiden tatsächlich zusammenrechnen. Die beiden sind gleichartige Terme. Also können wir gleich weitergehen und sagen und das zusammenrechnen. Minus 3x² minus x². Es heißt immer, die Zahlfaktoren vor der Variable dürfen zusammengerechnet werden. In diesem Fall fehlt hier jetzt eine Zahl, aber sobald bei einer Variable keine Zahl davor steht, kann man sich automatisch eine 1 mit reindenken. Da hieß es also minus 3x² minus 1x². Die Zahlfaktoren zählen jetzt also zusammen. Minus 3 minus 1 sind insgesamt minus 4. Und die Variable bleibt gleich. Also minus 4x². So, schauen wir uns nochmal die restlichen an. Hier fehlt die Variable. Hier ist die Variable y² und hier ist die Variable x. Also bei diesen drei ist die Variable nicht identisch oder nicht gleich. Das heißt, sie dürfen wir auch nicht mehr weiter zusammenfassen. Und uns bleibt nur noch übrig, sie alphabetisch sortiert abzuschreiben. Als nächstes kommt also plus x. Dann kommen die plus 5y². Und zum Schluss noch die plus 13. Schauen wir es nochmal durch. X², x, die beiden sind nicht gleich. Hier ist ein y mit drin, also auch nicht gleich. Und hier fehlt die Variable, auch nicht gleich. Das ist also der Term, der so weit wie möglich zusammengefasst ist. Wer sich das mit den Variablen schwer vorstellen kann, wie man die addiert oder subtrahiert, der kann sich vielleicht auch mit Obst etwas vorstellen. Zum Beispiel 5x plus 3y könnte man sehen als 5 Äpfel
plus 3 Bananen. Ja, die beiden kann man nicht zusammenrechnen. Das sind dann nicht 8 Äpfelbananen, sondern es bleiben halt 5 Äpfel und 3 Bananen. Kürze ich mal ab. Und folglich bleibt es auch bei den Variablen gleich. 5x plus 3y. So, mit der Hochzahl kann man vielleicht auch noch sich etwas überlegen, wenn man sagt 5x² plus 3x. Könnte man zum Beispiel sehen als 5 Granatäpfel plus 3 Äpfel. So, das kann man alles nicht zusammenfassen zu 8 Granatäpfel oder sowas, weil das sind Äpfel und das sind Granatäpfel. Auch wenn in beiden Worten, also in beiden Termen das Wort Apfel drin steckt. Aber trotzdem bleiben es 5 Granatäpfel. Plus 3 Äpfel. Und so bleibt auch 5x² plus 3x eben 5x² plus 3x, auch wenn in beiden ein x mit drin steckt. Aber das sind eben x² und das sind nur x.